Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Herr Zivolot und wir sitzen wieder in meinem Keller. Ja, heute ist Donnerstag. Was gibt's heute zu berichten? Ja, zum Ersten, also die Tuning-Parts von den Tegi sind da, aber dazu mache ich... Oh, ich muss das mal ein bisschen weiter runterstellen. So, dazu mache ich ein separates Video. Was gibt's sonst noch? Ich bin krank. Oh, tödlich krank. Also eine Erkältung wieder. Ich denke, die Klimaanlage gestern, ich habe ja gesagt, ich fahre nach München. Die Klimaanlage hat mir, glaube ich, einen Rest gegeben. Ja. Und mein Jetlag ist immer noch nicht vorbei. Ich bin am Dienstag, was soll ich sagen? Ich kann es also keinem empfehlen, der ein Auto hat, das nachzumachen. Ich bin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wollte ich schlafen, konnte nicht schlafen, habe genau in dieser Nacht eine halbe Stunde geschlafen, bin dann um 4 Uhr aufgestanden, habe mich fertig gemacht und bin dann um 5 Uhr losgefahren nach München. Nach München hin, ja, da hatte ich einen Aufenthalt von ungefähr 2 Stunden und dann wieder zurück. Ja, also es ist ein Wunder, dass ich nicht eingeschlafen bin. Also ich wirklich war, Leute, die Leute, die ein Auto haben, probiert das niemals aus, ja. Also, ist die Hölle. Also, ich habe mich gefühlt wie ein ausgelatschtes Fruchtgummi. Auf jeden Fall total ätzend. Ja. Und dann noch die ganze Zeit die ganze Klimaanlage, die scheiß Klimaanlage an. Jetzt habe ich es im Hals, ich habe Hitzeattacken. Also, ich glaube, jetzt kriege ich auch noch eine fucking Erkältung, ey. Aber egal. Also, wenn die Stimme so manchmal vielleicht kläglich versagt, Leute, müsst mir entschuldigen. So, warum sitzen wir heute hier im Keller? Ja, also beim letzten Video habt ihr vielleicht mitbekommen, also beim letzten Video mit meinem XL, die letzte Fahrt, die ich mit dem gemacht hatte, hatte ich ja Probleme mit der Bremse. Hatte dann auch, glaube ich, noch am Anhang zum Schluss, also im Abspann erwähnt, wieso und weshalb und warum. Oh, Entschuldigung. es hatte sich... die Bremsscheiben, ja, die sind ja diagonal oder oben und unten mit einer Kreuzschlitzschraube, kann man die einstellen. Diese Kreuzschlitzschraube hatte sich oben ein bisschen rausgedreht, das ist kein Problem. Die hat auch gehalten, bloß unten konnte man die, okay, wenn man sie ganz zusammendreht, ist ja sowieso scheiße, ja, soll man ja nicht machen, dann gibt es ja keine Bremsfunktion, dann bremst er ja ständig. Aber die ist unten gar nicht fest geworden. Und danach wollen wir heute mal gucken. Im schlechtesten Fall ist von Neuheit an, wo sie das Teil zusammengebaut haben, die Schraube vielleicht abgerissen und wird deswegen nicht mehr fest. Das wäre natürlich äußerst übel. Oder das Gewinde ist doll gedreht. Das wäre natürlich auch nicht von Vorteil, was aber bei dem Kunststoff ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ich hole jetzt mal das Auto bei und dann werden wir da mal nachgucken. So, drehen wir den mal um. Den Stuhl tun wir gleich mal weg. So. Ach so. Ja, die Karo könnten wir ja vorher abmachen. Ja. Besser wäre es vielleicht. So. Ja, ich hatte eigentlich schon so viel vor. Ich wollte noch mit dem Auto raus, aber heute ist es doch noch nicht so toll. Ich bin eben mal vor die Tür gegangen, weil der Postbote kam. Hat mir ein Päckchen gebracht. Jetzt hat mir wieder mal Batterie bestellt für ja, die ganzen Fernbedienungen und sonstiges. Halt AAs braucht man ja immer wie Sand am Meer. Und ich halte nichts von diesen Akkus. Und deswegen nehme ich immer Wegwerfbatterien. Und die sind gerade eben gekommen. Und ich hatte ja eigentlich, bin ich davon ausgegangen, dass es heute eigentlich schon einen schönen Tag gibt, weil es soll ja am Wochenende bis zu 30 Grad werden. Das habe ich, glaube ich, 30.000 Mal gestern im Radio gehört, was es für ein tolles Pfingstwochenende geben soll. Mir hängt schon zum Hals raus. Ja. Ich kann es schon nicht mehr hören. So, also.
Die untere müsste das eigentlich gewesen sein. Wir gucken mal. Ich hatte auch irgendwo einen langen Kreuzschraubendreher, den ich irgendwie auch hier durchbekommen habe. So geht's nicht. Ich muss ihn erst nochmal umdrehen und muss nochmal schauen, wo ich da durch bin. Ich hoffe, ihr seht das. Also wie ihr seht, die Schraube hat überhaupt keine Funktion. Jetzt drehen wir die mal raus. Ich weiß ja nicht, was da... Ja, Alter. Also ganz ehrlich. Ja, das Gewinde von dem Kunststoff ist hinüber. Hängt natürlich mit diesem Gehäuse komplett zusammen, wie ihr seht, ja. Ja, um das zu erneuern, bräuchte man ein neues Gehäuse. Ja, bräuchte man. Ja. Ja, das heißt doll, also doll, so richtig doll ist es ja noch nicht. Ja. Ich drehe sie nochmal rein. Naja, schon. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ey, neues Auto. Also da haben sie sich wieder, da haben sie sich was geleistet, HPI. Also ohne Scheiß, ja. Also das ist ja wohl das allerletzte. Allein so eine, wie ihr seht hier, so ein bibbelisches Gewinde für die Bremse, ja. Oder ist die Schraube sogar abgebrochen? Ich glaube, die ist auch abgebrochen. Ich glaube schon. Ja. Dann wird da draußen nämlich ein Schuh. Kann ich mir das nämlich auch vorstellen, wieso und weshalb und warum. Wobei ich mir... Nee, die ist nicht abgebrochen. Die sieht nur so komisch aus. Aber abgebrochen ist die nicht. Ja, man könnte es ja feststellen, indem man die andere rausdreht. Aber... Ja, das ist natürlich schon mal Oberscheiße. Ja, sowas will man natürlich überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es halt nun mal jetzt so. Aber das ist kein Problem. Entweder wir werden da ein Stück, ja, ich weiß schon was. Zewa ist schon gut, aber Gummi wäre noch besser. Ich hätte ja noch von meinem Sagenumwogen, aber das Zewa geht eigentlich auch. Das werden wir mal ausprobieren. Ob das funktioniert. Ja, das geht schon. Ansonsten, wenn alle Stricke reißen, kann man auch noch ein bisschen Kunststoff mit reinmachen in das Loch. Und das Loch
neu bohren. Weil ich werde bestimmt kein neues Gehäuse kaufen. Ja? Nur weil da so ein bisschen Gewinde kaputt ist. Also das definitiv nicht. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ja, jetzt hängt da das Papier. Ja Leute, ich mache euch jetzt mal hier aus. Hier mache ich mal einen Cut. Ich werde da mal in das Loch ein bisschen... außerdem geht mein Akku zur Neige, sehe ich gerade. Ich werde hier mal ein bisschen Papier einfügen oder vielleicht auch ein bisschen Gummi. Ja, Gummireste. Und mir das Gewinde da ein bisschen stabilisieren. Und dann wird das perfekt halten. Auf alle Fälle. Also wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, hier bin ich wieder. War doch eine größere Aktion, als ich eigentlich gedacht hatte. Das mit dem Papier, hat natürlich nicht so geklappt, wie ich das wollte. Also musste ich das Papier erst wieder mal aus dem Loch rauskriegen. Das war natürlich, jetzt ganz hinten drin. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen fummelig, ging aber. Dann bin ich hergegangen und habe hier so einen geilen Kleber, wie ihr seht, von Henkel, ja. Wo ist denn die Tube? Die Tube ist hier. Also vom Padex. Das ist so ein Zwei-Komponenten-Zeug. Das rührt man hier in so einem Schälchen an. Hier, boah, mein Hals, ey. Hier ist der Herder drin. Ja. Ich weiß gar nicht, was das Zeug kostet. Ich glaube 15 Euro oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder 25. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es nicht so billig. Dafür, dass man eigentlich denkt, da ist nicht so viel drin, aber das ist echt sehr ergiebig. Kann man für alles Mögliche nehmen. Habe ich auch am Anfang, wenn mir mal so bei meinen billigen Modellen mir so ein, also bei den Cars, von denen ich am Anfang hatte oder so, mir am Querlenker irgendwas weggebrochen war, habe ich das auch genommen, das da drumherum gemacht, das Zeug. Und da konnte ich wieder einige Male fahren. Das Zeug ist wirklich geil. Also es klebt, geeignet für Stein, viele Kunststoffe, Polystyrol, Acrylglas, HPVC, ABS und SAN Kunststoffe, Polycarbonat, glasfaserverstärkte Kunststoffe, was ja in unserem Fall eigentlich hier solche Sachen auch sind. Ja. Dann Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Holz und vieles mehr. Also das Zeug ist wirklich gut. Ja. Das habe ich halt in das Loch versucht reinzuschmieren. Das ein bisschen aushärten lassen, Schraube reingedreht, Schraube nochmal rausgemacht und dann, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Habe ich schon wieder weggestellt. Dann nochmal einen Tropfen, zwei Tropfen von meinem schwarzen Loctite 480 Sekundenkleber da reingemacht. Der Sekundenkleber geht ja, sage ich mal, mit Metall. In dem Moment, wenn er aushärtet, natürlich eine Verbindung ein. Die Schraube ist fest, ja. Aber wenn er die Schraube wieder dreht, löst die sich und dann hat er das Gewinde eigentlich nur oder diesen das Gewinde eigentlich nur ausgekleidet, ja. Man darf natürlich eins nicht vergessen: Man darf nicht allzu viel nehmen, denn umso dünner die Schraube ist, ja. Man braucht ja schon mal ein bisschen Gewalt und Energie, um das wieder zu lösen. Ja? Und umso dünner die Schraube ist, diese war ja relativ dünn, kann es natürlich sein, dass der Kleber klebt und die Schraube abreißt. Da muss man halt ein bisschen diffizil vorgehen, aber funktioniert. Und es ist jetzt noch nicht ganz trocken, aber die Schraube sitzt auf jeden Fall fester. Ich werde das so lassen und werde das dank meinem schönen langen Kreuzschlitzschraubendreher bei der nächsten Fahrt, falls das noch nicht so passt von der Einstellung, noch ein bisschen nachziehen. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ansonsten, ich hatte hier so eine Box noch gar nicht draußen, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so viel Akt. Die ist hier mit vier Schrauben gesichert, rechts und links. Ich weiß es nicht. Aber egal. Wenn es nicht halten sollte, wovon ich aber ausgehe, dass es hält, werde ich mir eine neue Getriebebox kaufen. Und ja, dann schauen wir mal. Aber da glaube ich, da komme ich drum rum, das werde ich nicht machen müssen. Ist halt ärgerlich, ist ein neues Auto, ja. Und wenn HPI so eine Scheiße baut,
Ist halt nur ein Daumen nach unten wert, gell? Okay, nichtsdestotrotz, das haben wir erstmal soweit fertig. Dann können wir auch wieder die Platte drauf machen. Bin ich so rum richtig? So rum bin ich richtig, oder? Ja, so rum bin ich richtig. Ja. Zack. Ja, mein Hals. Ich habe gerade eben schon mal eine Tablette eingeschmissen. Ach, ich drehe die lieber erstmal an. Bei meinem Glück, Leute, ihr kennt das ja. Jetzt habe ich hier, ach doch, schon einen kurzen Kreuzschlitz hier liegen. Ja, das schickt. Bei meinem Glück, ja. Habe ich wieder Pech und. Das Gewinde ist verhunzt. Das wollen wir natürlich nicht. Schön diagonal. Einmal frei. So. Super Sache. Ich stelle das Ding mal kurz weg. Ja. Ich werde jetzt hier ein bisschen Ordnung schaffen. Ihr seht hier, sieht es ein bisschen schlimm aus. Und außerdem ist das Handtuch wieder total versüfft. Ja, ja, mal gucken. Ich werde es vielleicht nochmal wenden können. Ansonsten werde ich mir mal ein neues organisieren. Ja, Leute, das war es jetzt hierzu. Zu meiner, Entschuldigung, kleinen Reparatur mit meiner Bremse. Ich denke auf alle Fälle, das wird wieder funktionieren. Und ja, wir sehen uns beim Unboxing.